Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Bencake28. Mit diesen wohltuenden Klängen beginnen wir nun die Folge Nummer 3 von Sid Meier's Civilization 6, dem New Frontier Pass. Wir spielen weiter Portugal. Na, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Dann wollen wir mal neugierig die Welt weiter erkunden und schauen, was wir denn da noch so alles für uns entdecken können. Und ja, in dem Sinne, ne? One more turn. Aua. Ist aber nicht nett. Umzingelt wurde er. Man ist um den Berg herumgelaufen, um mich hier jetzt anzugreifen von zwei Seiten. Aber unsere Krieger können tapfer halten. So, jetzt kann ich einen der beiden Gegner besiegen. Das habe ich auch vor. Jetzt mache ich mal einen Gegenangriff. Die sind so gut wie tot. Hier zeigen wir auch mal dem Gegner, dass wir durchaus in der Lage sind, zu attackieren. Ausrichtungsbaum fertig. Das frühe Reich haben wir. Als nächstes das Staatsdienertum. Haben wir eine Eureka drauf. Baut einen beliebigen Spezialbezirk. Und wir können einen Gouverneurtitel machen. Normalerweise gehe ich jetzt sehr früh auf Connoisseur oder Erforscher. In dem Falle mache ich das ein bisschen anders. Ich werde jetzt die Eule Minerva auswählen, einfach aus Roleplay-technischen Gründen, und schließe mich dieser Wirtschaftsgeheimgesellschaft an, einfach weil wir ein gutes Gefühl damit haben. Und wir bekommen tatsächlich dadurch auch eine Wirtschaftspolitikkarte, und die finde ich jetzt an der Stelle ganz gut, weil wir jetzt unsere Siedlerproduktion erhöhen können. Wir können sagen, die Kolonisierung ist jetzt für uns ganz wichtig. Neue Gebiete zu erschließen, und es macht auch anstatt 7 bzw. 8 Runden 4 Runden für diesen Siedler. So, wir haben hier noch ein bisschen Unaufgedecktes. Das wollen wir natürlich unaufgeregt aufdecken. Bogenschützen kriegt das Bogenschießen kriegt eine Horeka, wenn ihr eine Einheit mit einem Schleuderschützen besiegt. Geht das auch für ein Speer? Haben wir den Bonus schon? Ja, ups. Ja, wenn Bencake sich nur mal an irgendetwas erinnern könnte. So, das haben wir jetzt auch. Da fehlt uns immer noch die Bewässerung. Die sind wir jetzt aber dabei. Wir haben ja gesagt, okay, wir brauchen das für die Annehmlichkeiten. Unsere Bürger sind nicht so ganz zufrieden. Da wollen wir dringend was dran ändern. So, ja, ist ja gut. Nächste Runde. Aha, unbekannter Spieler. Okay, der Vulkan wird hier aktiv. Ein anderer Held, den ich kenne, wurde von einem anderen Spieler beansprucht. War gerade eben die Meldung reingetriggert. Okay, dann wissen wir ja hier schon ganz schön viel. Dann würde ich mal sagen, gehst du als nächstes hier raus? Du greifst jetzt den da noch an? Wir sind ein bisschen aggro. Uns gefällt seine Wolfsmütze so gut, die wollten wir selbst haben. So, ruhe ich auch mal da unten aus. Schon weniger Klicks pro Runde, die ich machen muss, ne? So, als nächstes. Bencakes Missklicks, ne? Da könnt ihr ein Buch von schreiben. Der Krieger kommt hier als nächstes hinaus. Jetzt nehmen wir den hier. Eine andere Stadt transferieren. Man kann also reisen mit denen. Ja, da müsst ihr nicht immer um eure Bewegung ausgeben, weil das eine Spezialeinheit ist. Euer Held, sage ich jetzt mal. Und dann machen wir nächste Runde. Denn auch hier möchte ich einen Bezirk bauen. Ja, jetzt mal gucken, noch 13 Runden hat der liebe Mann hier Zeit, etwas Sinnvolles zu tun. Deswegen will ich mal ganz kurz gucken in die Technologie. Dauert zu lang für noch einen anderen differenzierten Stadtstaat. Dann will ich mal kurz das hier gucken. Und zwar komplett falsch. Liste. Heilige Städte. Nicht bereit, mein Geld auszugeben für Geländefelder. Ja.
Nein, ich hab's falsch genommen. Wow. Nein. Ach komm, was soll's, Leute. Wir haben's. Nächste Runde. Ach ja. 5 flotte Minuten hier mit mir. Och, Jerusalem hat einen Bauernhof gebaut. Sehr hübsch. Der Schneid genug hat sich für die Bewaldung. Produktion. Dass die KI auch weiß, dass da wirklich eine heilige Stätte gebaut wird. Und Peng. So, wir haben in Herkules 3 Bezirke gebaut. Ihr seht halt, dass das sehr mächtig ist, kann dann auch die einzelnen Gebäude da drauf dann errichten, ja. Es ist schon ein extremer Bonus für uns, anstatt die ewig bauen zu müssen. Jetzt aber die Tierzucht bitte. Wir wollen wissen, wo die Pferde sind. Die bringen uns ja auch das eine oder andere. Jetzt erstmal der Wein, der gibt uns plus 2 Gold und nochmal einen halben Wohnraum, wenn wir hier Weingüter anschließen. Auch das ist ein sehr schönes Feld. Verdienen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ne? Ben Cake hat ja alles ausgegeben. Und hier auch plus 2 Gold und einen halben Wohnraum, wenn wir die Seite anschließen. Und das bringt jetzt unserem Volk endlich die von denen geforderten Annehmlichkeiten. Ist ja okay. Ja? Habt ihr jetzt zu lange ohne Seide und Wein gelassen? Ich meine, es sind sehr gute Sachen für Portugal. Passt roleplaying-technisch super mit rein. So, hier ist ein Siedler abgeschlossen. Und wie ich es angekündigt habe, geht der jetzt auf die Reise. Und Herkules versucht, ihn einzuholen. Der hat ja auch höhere Bewegungspunkte, ne, als Held. Und dann haben wir das jetzt auch gemacht. Als nächstes möchte ich in der Hauptstadt, klar, wir müssen Händler haben, aber jetzt baue ich tatsächlich hier erst einmal einen Schrein rein, weil ich einfach große Prophetpunkte haben möchte. Ich möchte euch ja auch die Religion hier im Spiel zeigen, nochmal. Ja, habe ich in anderen Let's Plays ja auch schon gemacht. Und hier wollen wir ja auch eine Religion haben. Entweder glauben die an den Katholizismus, habe ich mir vorgenommen, oder eben an Hermes, also sage ich jetzt mal einen griechischen Gott. Ja, des Handels und der Wirtschaft muss ich mir dann noch anschauen, auf was ich da genau Lust habe. Mir ist auch aufgefallen, ich könnte mir auch Jerusalem erobern. Wäre aber für mich halt ein Handelspartner. Da habe ich kein Interesse dran. Ne? Falls ihr euch das überlegt habt, warum macht der Ben Cake das nicht? Ja, das ist einfach so ein bisschen the reason why. Alles braucht hier sehr lange. Sie sind nicht sehr produktionsstark, dieses kleine Städtchen, wie man hier eindeutig sehen kann. Ist ein bisschen heftig. Die brauchen halt mehr Bürger und hoffentlich dann auch auf Produktionsbisschenfelder noch zu claimen. Wird aber nicht viel bringen, wenn da so ein Einzelner kommt. Deswegen bekommen die jetzt tatsächlich den Händler, um diese Stadt ein bisschen zu unterstützen in der Produktion. Das wird halt eine Inlandsroute werden. Da bleibt mir leider nichts anderes übrig. Tja, unser Kontinent. Könnt ihr unten in der Linse, könnt ihr euch verschiedene Sachen anzeigen. Es gibt ja auch Shortcuts da dafür, die ich meistens nutze. Und ihr seht ja, das ist jetzt alles eine Kontinent, Rodinia. Sehr schön geformt, sehr hübsch gemacht. Finde ich sehr klasse. Aber, wie gesagt, es ist schon etwas, ja, trauriger hier. Also ich sehe noch hier einen Siedlungsstandort irgendwo. Ich sehe hier drüben noch einen Siedlungsstandort. Ja, mal schauen jetzt. Gibt es auf unserer Insel Pferde? Auf unserem Kontinent. Ja, die gibt es. Zumindest hier unten, das ist nicht schlecht. Haben sich hier entwickelt. Das ist gar nicht so verkehrt. Da will ich dann auch hingehen mit. Herkules kommt jetzt in die Kampfzone und bewacht die Reise des Siedlers, unserer tapferen Siedler. Als nächstes, gleich können die Bogenschützen haben, eine sehr mächtige Sache, auch hier mit dem Tempel der Artemis. Ist jetzt nicht unser Ding gerade eben. Wir nehmen jetzt erstmal die Bronzeverarbeitung, um das Eisen aufzudecken. Das ist eigentlich immer mein Hauptanliegen, damit ich fundierter entscheiden kann, wo ich als nächstes siedle. Und ja, das Eisen aufzudecken hat halt auch den Vorteil, dass ihr halt dieses Feld dann bewirtschaften könnt, wenn ihr wisst, was diese komischen Steine da eigentlich machen und was man mit denen machen kann. Und ja, daher jetzt das Aufdecken des Eisens. Ja, da seht ihr, der
erhält halt mehr Bewegungspunkte. Der Schleuderschütze kommt zur Unterstützung und zum Schutz dazu. So, der Speer ist jetzt hier auch fertig. Jetzt ist die Frage natürlich, wo geht die Reise als nächstes hin? Wir haben ja sehr viele interessante Dinge gesehen und wir können ja noch an der einen oder anderen Stelle hinausfahren. Die Frage ist nur, wo fährt man da hinaus, wenn es dann mal soweit ist? Wir haben ja auch ein höheres Sichtfeld. Jetzt überlege ich mir, das könnte noch eine ganze Weile dauern. Mich hat das da irgendwie ein bisschen angelacht letzt. Dann gehen wir mal dahin. Na, wir können ja nichts Besseres jetzt gerade machen. Oh, schaut mal hier. Der City, Cidades. Ach, ich würde es auch übrigens so gerne selbst benennen können. Ne? Also so ist eine A-Vorschlagsliste. Ihr könnt es jetzt A, B, C nennen, wenn ihr das als erstes entdeckt habt. Oder einen eigenen Namen als zusätzliche Zeile. Ja, das fände ich auch ganz nice. Ne? Würde uns Spieler ein bisschen mehr lustige Möglichkeiten geben. Ne? Also die Option. Ne? Also man kann es nehmen und einschalten oder man nimmt es halt nicht. Lasst es raus aus dem Spiel. Liebe Entwickler, wenn ihr euer letztes Update macht. Nein! Ich hasse ihn! Ich bin Cooper, der Navigator. Ihr befindet euch im Reich der Maori. Wollt ihr euch mir erklären? Ich mag ihn deswegen nicht, weil er die Weltumsegelung ganz früh schaffen kann, die ich immer gerne als allererstes mache. Ich liebe seine Krake, auf die bin ich neidisch. Auch auf seine Gesichtsbemalung, die finde ich auch ganz toll. Und jetzt kann ich sagen, möchte ich unsere nahegelegene Stadt besuchen, unsere Gastfreundschaft zu genießen. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, aber nur, weil ich so ein großzügiger Kerl bin, sagt er. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn entdeckt habe, wo wir ihm begegnet sind. Vielleicht finden wir das noch raus, ob wir das irgendwo sehen. Wahrscheinlich wird eine seiner schon hochseetauglichen Schiffe irgendwo unterwegs gewesen sein. Und engagierte Arbeitskräfte sind die. So, da wäre ein super Opfer, aber ich bleibe einfach hier stehen. Ja. Ja, ich kann ihn nicht erkennen. Ich vermute mal, dass eines seiner Schiffe hier entlang gefahren ist oder halt auch hier an der Küste entlang gefahren ist. Ich bin sehr gespannt, wo die sind. Sie sind sehr flexibel, sind ein sehr mächtiges Seefahrervolk und von daher freue ich mich umso mehr, diese auch zu haben. Leider habe ich nicht drei Stadtstaaten gefunden. Nichtsdestotrotz, ich klicke da jetzt drauf. Ich hätte da gerne eine bessere Religion und jetzt habe ich auch einen Gouverneurtitel verdient und da befördere ich Bengala. Und jetzt hier Erforscher plus ein Wissenschaft pro Runde für jeden Bürger in der Stadt. Ich glaube, wir haben jetzt drei Bürger. Wir haben 7,7 Einnahmen, steigern das Ganze auf 10. Das ist schon ein heftiger Bonus. Also ich kann es euch echt empfehlen, früh mit Bengala zu spielen. Jetzt kommt die coole Maori. Musik da dazu. Die bewachen hier so ein bisschen das Feld jetzt hier. Das Geschrei von denen finde ich nicht so gut, aber der restliche Musik da. Will mal immer in Urlaub gehen. So, wir haben jetzt auch übrigens Portugals Fähigkeit. Wir haben eine große Zivilisation getroffen, haben dadurch eine weitere Handelskapazität bekommen. Und wie ich euch ja schon gesagt habe, kann unser Bonus plus 7 sein. Und das ist sehr, sehr, sehr mächtig. An euch sehe ich das Zeichen des Bösen, des Wissenden werden dann gesehen. Ja, gucken wir uns gleich an. Ich glaube, ich weiß auch, warum er jetzt hier mit mir rumschimpft. Ich würde wetten, dass der im Blutpakt ist, der alte Stänker. Ui, besiegt, seht ihr? Einfach stehen bleiben, erledigt durch liegen lassen. So, schauen wir mal kurz uns an, warum er uns nicht mag. Oh, er ist in einer Religionsgeheimgesellschaft, der Lehrsänger. Ist aber auch cool, dass er die Krake gewählt hat. Freut mich jetzt umso mehr, passen super da dazu. Echt coole Sache. So, hier zeige ich denen auch, dass ich durchaus in der Lage bin zu attackieren. Die Grauratten. Da klicke ich mal rein. Aktuell können wir nur einen Krieger dieses Clans anheuern. Das interessiert mich noch nicht. Es kann aber sein, dass es im Laufe der Zeit Spezialeinheiten von denen gibt, die ich dann durchaus sehr gerne anschließen möchte. Der Siedler ist schon bald an den von mir gewünschten Siedlungsstandort angekommen. Ich sehe jetzt hier mehrere Pferde, was es ein bisschen ertragreicher macht, dieses Flachland. Und von daher möchte ich dann da auch siedeln. An der Küste, natürlich. Portugal, logisch. Ja, gar keine Frage. Island gibt es nochmal Silber, wie ich sehen kann, als Luxusressource. Und jetzt aufgehört zu brüllen, Dankeschön. Ich hoffe, die Musikeinstellung ist nicht zu laut.
Wenn doch, schreibt es in die Kommentare. So, das... Nein, E.T. Mananki wurde abgeschlossen. Nein, ich wollte euch dieses Wunder doch errichten. Naja. Schade. Man kann nicht alles haben. So, damit die jetzt nichts mehr produzieren können. Ich glaube nicht, dass es dann gilt. Wo sollen die dann spawnen? Stelle ich die mal dahin. Wäre halt so gut gewesen, dieses Wunder mit den ganzen Sümpfen hier, die wir haben. Echt Mist. So, die Frage ist jetzt, wohin? Ja. Das ist jetzt kein Fluss. Da können wir keine Wassermühle bauen. Das ist der einzige Nachteil an einem See, in Anführungszeichen. Und wir haben eine neue Stadt gebaut. Coimbra. Und in Coimbra haben wir jetzt keine Mod-Boni mehr. Der Mod übrigens, der macht, dass ich genau den gleichen Startbonus erhalte wie die KI. Das ist alles, was dieser Mod macht. In Anführungszeichen, das ist alles. So. Und ihr errichtet mir einen Handwerker. Damit die Stadt ein bisschen schneller wächst, bin ich jetzt auf das Pferdefeld gegangen, dass sie diese mit diesen Wildpferden hier arbeiten. Dann wächst sie etwas schneller und sie produziert etwas besser. Also genauso gut, aber sie wächst halt schneller. Überdauert tausende von Jahren. So, Eisen. Liebes Spiel, warum ärgerst du mich so sehr? Da drüben. Okay. Es zwingt mich also darüber. So, Benkick befindet sich gedanklich auf einer Insel. So, da haben wir den Schrein, was ich ja unbedingt haben wollte. Damit wir eben jetzt große Punkte sammeln in dem Bereich. Und ich habe es euch ja angekündigt, ich hätte jetzt normalerweise was anderes gemacht, aber eben aus der Roleplaying-technischen Sicht müssen wir jetzt die Galeere errichten und wollen da jetzt auch endlich in See stechen. Darf aber wohl nicht wahr sein, dass jemand anderes uns wahrscheinlich über die See uns begegnet ist. Der hat nur noch 6 Runden, kommt er überhaupt da rechtzeitig an? Fragen über Fragen, wer wird nur die Antwort haben? Das weiß nur, der Hexweltgott. Oder jemand, der gut rechnen kann, ne? Aber ich bin Arithmophobiker, dazu bekenne ich mich. Und wir haben nur ein neutrales Zeitalter erreicht. Verwirrt sein, während dein Pfeil. Aha. Der Speer der Grauratten ist hier. Das ist aber unverschämt. Und ja, klar, der andere ein goldenes Zeitalter erreicht wie nur ein normales, das macht aber nichts. Ich muss mich jetzt auch wieder für was entscheiden. Hier nehme ich den Exodus der Evangelisten, was mir halt natürlich... Nein, das mache ich nicht. Das wäre ja nur beim Goldenen möglich gewesen, wenn man einen Spezialbezirk baut. Okay, wenn ich dann jemanden in eine Eingebung hatte, Platz. Dann machen wir die freie Forschung. Normalerweise hätte ich jetzt den Exodus der Evangelisten ausgewählt, um mehr große Prophetpunkte zu sammeln. In dem Fall ist da dieser eine Bonus nicht dabei. So, und aus Roleplay-technischen Gründen, auch hier wollen die jetzt ganz schnell einen Hafen haben. Das ist auch ganz klar. Effektiv nutzen. Oh, ich glaube, er hat gerade einen Crit rausgehauen. Ja, der hat gerade einen Crit rausgehauen. Das kann auch passieren. Normalerweise hätte er diesen Speerträger jetzt nicht besiegt, hat er jetzt aber schon getan, eine Runde vor dem ich dachte, dass er es tut.
Da ist also eine Maori-Galeere ist hier unterwegs. Da ist sie also. Im Norden ist sie dann angegangen. Und dieser Vulkan hier ist ausgebrochen. Was die Felder düngt. Und es nicht ganz so unerträglich macht. So, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich kann den jetzt plündern. Er verliert dann 10 Fortschrittspunkte. Na, dieses Barbarendorf. Ich kann aber auch den Clan auflösen. Überfall den Clan. So. Und unsere Bogenschütze schießt jetzt einmal hier auf den Speer drauf. Und jetzt greift unser Speer deren Speer an und tot. Manchmal einfach Geduld mitnehmen. So eine große Packung Geduld. Und schon ist das Leben schön. Gut. Einen Moment, Leute. Ganz kurz muss ich pausieren. So, das ist jetzt mal wieder eine kürzere Folge, denn ich werde gerade unterbrochen, aber es ist so, es geht ja bald wieder weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich sage jetzt mal ciao, ciao, euer Bankcake28 und Daumen hoch und Abo dalassen, das wäre sehr nice, gell? Bis dann, ciao!